so, die Kühe sind im Stall, aber es ist nicht alles gut gegangen. Die Kuh, die auf der Weide gekalbt hat, also es war ein Rind, hat das erste Mal gekalbt und das Kalb ist der Herde nicht gefolgt und die Kuh natürlich auch nicht. Und jetzt ist die Kuh noch oben in der Weide und wir wissen nicht, wie die runternehmen. Das wird dann schwierig, diese Nacht bleibt sie draußen und vielleicht noch mehrere Nächte, bis wir sie im Korall einsperren können oder so. Ich weiß noch nicht, wie wir die runternehmen. Ja, es ist nicht gut gelaufen. Ja, das Problem ist einfach das, das Kalb war scheu und ist der Herde nicht gefolgt. Die Kuh hat auch gewendet natürlich und ist wieder auf zum Kalb und jetzt stehen die oben in der Weide. Das ist uns noch nie passiert und wir wissen auch noch nicht, wie wir die runterkriegen. Sie ist ziemlich scheu, das ist auch noch das Problem. Das Kalb ist scheu, die Kuh ist scheu. Wie bringt man die wieder runter? Und ich hoffe nicht, dass wir diese Nacht viel Gemuhe haben, dass sie oben in der Weide muht. Wir werden sehen. Ja, hier ist es ruhig geworden. Ich habe eine Silageballe reingestellt und ist jetzt am Fressen und sind zufrieden. Es ist immer eine wilde Sache da in den Stall rein. Aber eigentlich folgen sie mir gut, die Herde. Ich renne vorab mit Weißwürfel und die Herde folgt mir, außer die Kuh mit ihrem Kalb halt, ja. Wir werden sehen. Jetzt ist 10 nach 6 oder so, Feierabend für Bauerhausi. Tschüss zusammen, man sieht sich. Ciao, ciao.